Ja, ist schon ein krank geiles Teil. Jo, servus Leute, was geht ab? Euer Dan wieder am Start. Und heute sind wir auf den Hamburg Harley Days und haben hier wen am Start? Den Joe. Den Joe, sag mal hallo. Hi. Ja, Dan. Auf jeden Fall, wir stehen hier vor einem krassen Bike. Jeder würde denken, das wäre eine Streetglide. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt hier auch eben gerade erst gesehen. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall das Bike jetzt mal vorstellen. Sag mir mal, was für ein Modell das ist. Also ich hätte jetzt gesagt Streetglide am Anfang, ne? Also schon verdächtig, wie die aussieht halt. Ja, es ist eine Road King, 2013er, 14er Modell. Ja. Das Einzige, was daran noch Road King ist, so wirklich, ist halt die Geschichte. Und die Geschichte, der Frontfender. Also du kannst von vorne irgendwie sehen, mit dem kleinen Scheinwerfer, mit der Maske, dass es meine Road King war. Ja. War. Ja, war. Und jetzt einfach Custom, ja. Custom, ne? Aber mal ernsthaft, guck mal, wie hoch das Rad ist. Das sind 30 Zoll? Jawohl. 30 Zoll, jawohl, ja? Jawohl. Scheiße. Jo, ey, das ist ja heftig. So, der Typ würde jetzt meckern, hier der Scheinwerfer, der behindert den Kotflügel und so Scheiß, aber du hast hier ein Airride vorne hinten, das heißt, wenn du alles hochpumpst, dann ist der Scheinwerfer ja, auch Airride, drüber. Alter, auch na klar, können wir gleich mal hochpumpen, wenn du willst. Alles klar, dann pump mal hoch die Karre. Ja, dann halt mal kurz den Schlüssel. Jetzt ist es meine. Also schon heftig. Ich sehe ja auch, der Kollege hat Vincent Heinz. Geil, geil. Wow! Hast du die schon mal gemessen, wie laut die ist? Nein. Noch nicht? Ich glaube, ich will das auch gar nicht wissen. Ah, geiler Tipp auf jeden Fall, geiler Tipp. Hast du die von Grund auf gebaut? Ja, ich habe die selber auf Papier gezeichnet. Ja. Und da musste ich mir auf jeden Fall Hilfe holen, weil ich habe das leider nicht gelernt. Ja, ja, klar. Also alles, was ich nicht konnte, musste ich mir halt Hilfe holen. Wie lange hast du gebraucht für die Karre? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre? Ganz entspannte 2,5 Jahre in meinem Tempo mit Stift und Papier. Krass, krass. Respekt auf jeden Fall. Danke, danke. Aber das sieht noch der Road King aus, auf gell? Auf jeden Fall, genau, genau. Ich habe auch mal eine Road King gehabt, aber nicht so eine. Ja, das ist ja auch nicht mehr Road King, das ist irgendwas. Ja, gemacht. Steht Harley drauf, ist laut. Das ist eine Custom Bike, gell? Vincent Heinz hast du auch drauf, habe ich gesehen. Genau, und ich habe vor allen Dingen 2,5 Liter Hubraum, aber die siehst du nicht, das war mir wichtig. Ja. Also der Motor ist grundsätzlich bearbeitet, scharfe Nocke, alles mögliche. Geil. 2,5 Liter, aber du siehst das nicht. Heftig. Das wollte ich auch so haben. Ja, kein Stress. Und warum? Ist schon ein krank geiles Teil. Sorry für die dreiste Eigenwerbung. Und zwar haben wir unser Online-Shop rausgebracht, dancemoto.shop. Da vertreiben wir jetzt unsere ganzen Artikel, unter anderem diese brillante Lederweste mit dem Diamond-Stitch-Muster. Vorne auf der Brust haben wir das Diamond-Stitch-Muster und hinten am Nackenbereich haben wir das Diamond-Stitch-Muster mit oder ohne Backpatch. Ne? Ist euch überlassen, was ihr haben wollt. Hier vorne auf der linken Brusttasche haben wir einen Brillenschlitz, da könnt ihr eure Brille fixieren, wenn ihr eine Kaffeepause macht oder während der Fahrt, ja, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Wenn wir jetzt in die Weste reingucken, haben wir auf der linken Seite die Quick Access Tasche, ja, mit Quick Access Funktion, da schmeißt ihr Sachen rein, die ihr schnell braucht, wo ihr rankommt. Auf der rechten Seite genauso, aber mit einem JKK Reißverschlusssystem, das heißt, wenn ihr wichtigere Dokumente habt oder Schlüssel, die ihr nicht verlieren wollt, ja, dann schmeißt ihr die rein, zippt es zu, alles perfekt. Auf der rechten Seite, Hüfthöhe, haben wir noch eine Lederschlaufe mit Druckknopfsystem. Da könnt ihr euer Fob dranhängen, eine Kette oder auch eine Cappy, ja, je nachdem, was ihr haben wollt. Unter dancemoto.shop, guckt da vorbei, da steht alles drin, ja, alle Details. Und wir haben zudem noch ein Kevlar-Hemd am Start, der ist auch noch im Shop verfügbar. Und ich will euch jetzt nicht weiter stören. Ja? Schaut in Ruhe vorbei nach dem Video und bis dahin viel Spaß mit dem Video. Money, wie viel hast du investiert, wenn du sagen willst? 65. 65. Aber da musst du ganz klar dazu sagen, die scheiß Gutachten und so ein scheiß... Einzelabnahme? Alles 21er Abnahmen. Wow. Ziemlich alles. Vorderrad, Gabelbrücke. 30 Zoll ist halt einfach in Deutschland nicht so normal. Ja, glaube ich. Ja. Das bei geht halt ins Geld, ne? Ja, bei mir heulen die schon rum, wenn ich irgendwas anderes am Tankdeckel rummache. Ne? Ja, ja. Aber krass, dass du das überhaupt auf die Straße bekommen hast. Hat geklappt hier, aber so, ne? Aber irgendwie geht das schon, ne? Ja, das ist schon ein heftiges Teil. Airride um die Fertigkarre ist, ich sag mal. Ey, ist cool. Außer du musst jetzt auf dem Supermarkt einmal dich drehen oder so. Ja.
Hier ist das so cool. Bis 110 km/h ist das auch cool. Ja. Ab 115 ist das gar nicht mehr cool. Dann schaukelt sich alles auf. Echt? Also ja, auf jeden Fall. Kriegst du Lenkrad flattern? Ja, ja. Aber das sagt die Felge auch ganz klar. Ne? Da gibt es so ein lustiges Papier aus den USA. Ja. Und das sagt ganz klar 110 km/h und da ist Sense. Und da ist auch Sense. Okay, das heißt dann, das ist ein Motorrad fürs ganz gemütliche Fahren. Okay, dann, ne? Reisegeschwindigkeit, mittlere Spur, dreispurig. Dreispurig. LKWs ja, ne? Überholen. Wenn du mit dem Ding auf der Straße bist, dann gehört dir die Straße auf jeden Fall. Ne? Mal ganz kurz. Fettes Bike. Ich würde gerne eine Runde drehen, aber das geht hier leider nicht. Ja. Ne? Sonst geh doch mal rum. Auf die linke Seite hast du offene, auf eine Kupplung. Ja, komm mal her. Boah, komm mal her. Hier. Offene Kupplung, sowas sieht man immer gerne. Guck dir das an. Das ist richtig geil. Erzähl mir mal, wie man sowas eingetragen bekommt. Sag ich dir. Wo ist die Kamera? Hier, so. So. Bester Mann. Also wenn ich was eingetragen lassen will, wir tauschen gleich Nummern aus und dann der macht das schon. Ich hab meinen TÜV. Und der Fahrzeugschein ist 3 Seiten lang. Geil, heftig. Ja. Heftig. Ja. Geiles Teil auf jeden Fall, vielen Dank. Ja. Danke. Kannst auch auf jeden Fall auf dem Kanal vorbeigucken, deinen Kollegen teilen. Das ja. mache ich. Das wird in den nächsten Wochen online kommen. Jawohl. Ja. Danke dir nochmal. Ja. Danke Fett. Euch. Klar. Und ja, wenn ihr mehr Bikes sehen wollt auf den Hamburg Holidays, ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und schaltet bis zum nächsten Mal ein. Bis dahin, ciao, und ich gebe die Schlüssel leider zurück.